Hallo zusammen, hier ist wieder euer Talant, wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich heute so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir mal wieder den Great Vault aufmachen und zwar bei insgesamt 2 Chars, einmal bei meinem Main und dann habe ich noch den Magier am Start. Und ja, ich war mit Main ein bisschen im Solo-Shuffle unterwegs, nichts Wildes, hatte einfach ein paar Games gemacht. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich 1 oder 2 Loots habe. Ich habe nämlich gestern quasi kurz vorm Reset da noch ein paar Games durchgehauen, um zumindest ein bisschen was im Vault zu haben. Ich brauche ja ein bisschen PvP-Gear unter anderem noch, ne, weil ich da dementsprechend das ein bisschen hochspielen will. Und ja, jetzt gucken wir mal rein, was wir drin haben. Ich habe auf Wildheit gestellt, das passt. Und dann schauen wir mal. Eigentlich wollte ich 2 Slots ausfüllen, aber... Ah doch, ich habe noch 2 Slots geschafft, sehr schön. Also wir haben einmal einen Hals drin mit Tempo Versa. Der bringt mir natürlich keinen T-Mock. Und ich hätte Schultern drin. Die würden mir Mock bringen. Ich glaube, ich nehme die Schultern und tue sie dann in den Katalysator schmeißen. Dann müsste ich, glaube ich, Doppelmock kriegen. Komm, wir nehmen die Schultern. Ich kann euch mal zeigen, was ich schon an PvP-Gear habe. Bis jetzt nicht sonderlich viel. Aber zumindest 1-2 Sachen. Jetzt schalten wir hier mal um. Ich habe nämlich erst letztens mit Solo-Shuffle ein bisschen angefangen. Ich habe ein paar blaue Sachen. Letztens hat mir ja hier die Schuhe rausgezogen. Und ich hatte jetzt gesehen gehabt, dass es so eine Quest gibt, wo du bestimmte Items einmal, also Craft-Items auf PvP-Item-Level upgraden kannst. Seht ihr, ich habe zum Beispiel hier ein Craft-Item. Das habe ich jetzt auf 450 upgegradet. Und ich glaube noch irgendwas hier. Gut, die sind eh schon 447, ne? Das sind quasi 3 Item-Level mehr. Aber ich habe die Items for free gekriegt und dachte ich mir, komm, scheiß drauf, nehmen wir es mit. Gut, die Schultern habe ich ja eh schon, wie ihr hier seht. Einmal im Tier-Set, aber halt 441. Und wenn ich jetzt die hier nehme, kriege ich dann nochmal ein neues T-Mark? Ja, ich kriege dann nochmal ein neues T-Mark. Sehr schön. Das machen wir doch gleich mal. Dann gucken wir mal. Dann könnte ich die doch jetzt eigentlich für mein PvP-Gear direkt anlegen, oder? Jetzt schauen wir doch mal. Die sind jetzt dann quasi 450. Genau, haben halt die gleichen Stats drauf. Wunderbar, dann speichern wir das schon mal fürs PvP-Gear. Haben wir sogar gleich 2 Mocks rausgekriegt, ne? Einmal das Base-Item plus dann auch nochmal das Set-Item als Mock. Gut, soweit so gut mit meinem Main. Na gut, viele Eroberungspunkte habe ich nicht. Da können wir uns wahrscheinlich nichts kaufen. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir noch, was wir mit dem Magier drin haben. Das tun wir mal runter, dass das nicht versehentlich wegkommt. Mit dem Magier war ich nämlich auch unterwegs. Und zwar RBG. Da bin ich jetzt eigentlich soweit fertig. Bin jetzt da auf... Genau, die 1800. Ich wollte mir dieses Gear kaufen. Also zum einen das Elite-Gear. Aber hauptsächlich das, was man damals in Classic bekommen hat. Und das kannst du dir ja holen, wenn du 1800er RBG-Rating hast. Kann man sich das quasi einfach kaufen. Genau, und dann gibt es noch ein paar T-Mock-Sachen. Jetzt schauen wir mal, was wir hier Schönes drin haben. Also wir haben einmal die Hosen drin, die habe ich schon. Dann haben wir einen Ring und wir haben eine Schildhand drin. Die Geschichte ist, ich mache mit dem jetzt nichts mehr. Also das Gear, was der anhat, ist mir eigentlich relativ wurscht. Es geht eigentlich nur um T-Mock-Sachen. Dementsprechend nehmen wir jetzt einfach das Schild mit. Dann haben wir nämlich noch ein Mock-Item mehr. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal zum Katalysator hoch. Beziehungsweise... gehen erstmal noch zum Händler. Vielleicht können wir uns noch 1-2 Sachen kaufen. Ein bisschen was an Punkten müsste ich haben. Naja, 2500. Gar nicht so schlecht. Das Wichtige ist bloß, falls ihr auch jemand seid, der T-Mock sammelt, wenn ihr euch nicht alle IDs kaufen könnt, dann schaut, dass ihr euch kein komplettes Set kriegt. Denn sobald ihr nämlich das komplette Set habt, könnt ihr in der nächsten Expansion nicht mehr hergehen und dementsprechend das Token kaufen. Deswegen muss ich jetzt gucken, dass ich vom Gladiator-Set... Die Schuhe habe ich jetzt ausgewählt, die kaufe ich mir nicht, ne? Und kaufe mir jetzt irgendein anderes Zeug noch. Warte mal, das ist der falsche Händler. Machen wir den mal. Also ich könnte mir jetzt, wenn dann, ein paar Waffen kaufen. Oder ich kaufe mir halt jetzt hier diese 2 Mock-Items, ne? Das wäre auch eine Option. Ja, ich würde sagen, das machen wir doch mal irgendwas, was günstig ist. Also könnten wir ein paar Umhänge kaufen. Oder ich könnte mir jetzt hier nochmal Handgelenke holen. Machen wir das mal. Also, die Handgelenke haben wir einmal. Das wäre ein Mockteil. Gut, die Schuhe darf ich mir jetzt auf keinen Fall kaufen, ne? Dann holen wir uns die anderen Schultern. Ja, das geht nicht auf, ne? 700 kostet das. Was könnte ich mir denn jetzt noch kaufen, was günstig ist? Oder ich kaufe mir doch so Umhänge. Ich könnte mir einen Umhang noch kaufen. Und dann kaufe ich mir halt...
Palje, oder? Was habe ich da? Ja, das könnte ich nur machen. Ausgehen. So, jetzt lernen wir die mal. Und dann kann ich eventuell noch ein bisschen was in den Katalysator reinpacken. So. Also ich bin ja jemand, der IDs sammelt, ne? Und quasi, es gibt ja dann eine Brust und davon zwei Varianten. Und jedes hat halt eine eigene Timok-ID. Die sehen natürlich 1:1 gleich aus. Und das Problem ist, wenn du quasi jedes Aussehen einmal hast, also sprich, wenn ich mir jetzt die Schuhe gekauft hätte und dann nächste Expansion das Token rauskommt, dann sagt das Token, ich habe die komplette Vorlage und kann es nicht kaufen. Wenn ich einen Slot freilasse, kann ich das Token kaufen und das Token beinhaltet nicht nur einmal das Aussehen, sondern jede ID. Heißt, dann würde ich diese Zweit-Items, die ich jetzt eben gekauft habe, auch drüber kriegen. Dementsprechend, wenn, dann hat man genug Punkte, für sich wirklich jede ID zu kaufen. Oder man sollte halt ein Slot freilassen. Das habe ich auf einem harten Weg gelernt, denn auf dem Main habe ich halt früher nicht IDs gesammelt, habe mir halt einfach das Set geholt gehabt und da sind mir jetzt einen Haufen IDs flöten gegangen. Das ist ein bisschen ätzend. Zusätzlich gibt es auch noch einige IDs, was ihr jetzt eben gerade gesehen habt. Wenn wir die Sachen umwandeln, können wir dementsprechend da auch noch was holen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Seht ihr? Die Brust, wenn ich die umwandle, dann würde ich auch noch meine ID kriegen. Ich kann noch zwei Sachen umwandeln, dann machen wir das doch jetzt mal. Wandeln wir die Brust einmal um. Ist natürlich für PvP-Gear immer so eine Sache, das Zeug umzuwandeln, weil man dann einfach weniger Versa drauf hat oftmals, ne? Auf dem PvE-Stuff ist weniger Versa drauf, aber gut, wie gesagt, ich mache jetzt mit dem eh nichts mehr Tolles und dementsprechend können wir das hier alles einmal umwandeln. Gut, zwei Funken haben wir nur, da muss ich mich vielleicht am Ende der Season noch dran erinnern, dass ich noch ein paar Sachen quasi in den Katalysator reinpacke. Jetzt müssen wir mal gucken. Das hätten wir schon. Das hätten wir auch schon. Das hier, also die Taille müsste ich noch einmal. Und die Handgelenk auch. Okay, ist wie eh nur noch die Taille. Aber gut. Ja, das waren jetzt wieder einige T-Mox, die wir da mit zusammengekriegt haben. Krasses Upgrade-Gedönse war es jetzt nicht. Gut, vielleicht beim Main. Das hat sich schon gelohnt. Aber ja, für den bin ich eh durch mit PvP. Da hat sich's ja jetzt eh quasi nur fürs T-Mox gelohnt, das Ganze zu machen. Juti, damit wären wir durch mit dem kleinen Vault-Opening. Plus jetzt noch so ein bisschen den T-Mox-Teil mit hinten dran gehängt. Hab mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tala, bis dahin. Ciao.